Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Dragon Age 2. Wir stehen jetzt hier vom Kerker der Galgenburg, beziehungsweise den Durchgang zum Kerker der Galgenburg. Und da müssen wir jetzt mit Enders durch. Ma, Hier da bin ist ich mal es. Durch gespannt. diesen Tunnel kommen wir in die Galgenburg. Alles klar? Seid ihr bereit, mir bei der Suche nach Beweisen für die Besänftigungslösung zu helfen? Natürlich. Gehen wir. Da nehmen wir auf jeden Fall Evelyn mit. Oder? Oh nö. Isabella und Varric. War heute ohne Tank. Weil ich kann mir gut vorstellen, dass das für Evelyn nicht gut ausgeht. Beziehungsweise, Das ne? sagt einiges über Cogwalls Einstellung aus, dass die Magier hier in einem alten Gefängnis für Sklaven untergebracht sind. Bevor wir weitergehen, du hast ein paar Stufen, wie ich sehe, und die möchte ich vorher skillen. Ansonsten könnte das Selbstmordkommando werden. Je nachdem. Jo, du kannst das da noch lernen, da. Oh, wir müssten mal bei Isabella gleich gucken, was die dazu kriegt, wenn wir sie auf freundlich haben. So, du bist damit durch. Warst auch mit. Weiß gar nicht, was du sonst geskillt hattest hier an Sachen. Dann gehst du mal auf Vitalität, dass du uns heilst eventuell. So, warte mal, Isabella, ich wollte mal kurz bei der gucken. Und zwar Attribute, nein, Fähigkeiten. Was bekommst du dazu? Angriffsgeschwindigkeit für Isabella. Angriffsgeschwindigkeit für Hawk. Das ist cool. Naja. Nun, nun. Na denn. Dann gehen wir hier und erkunden mal ein bisschen und suchen die. Oder beziehungsweise durchqueren hier den Untergrund zur Galgenburg. Mal gucken, was wir denn hier so alles finden. Das sieht auf jeden Fall vertrauenserweckend aus. Muss ich ehrlich sagen. Eieieiei. Oh, hier ist nichts weiter. Okay. Oh. Es sagt einiges über Cogwalls Ja, Einstellung kennen aus, wir. dass die Magier hier in einem alten Gefängnis für Sklaven untergebracht sind. Ich will mal gucken, was die Leute dazu sagen. Ich glaube, Bianca hat einen Kratzer bekommen. Okay. Ich habe da diesen wundervollen Hutmacher in der Unterstadt entdeckt. Alles klar, Isabella. Oh Mann. Oh, was haben wir hier? Knochen. Nichts außer Knochenberge. Ja, sieht ja schon fast gemütlich aus, wa? Eher nicht so. Gut, dann auf in die Schlacht, beziehungsweise auf zu den Magiern. Und wir hoffen einfach mal, dass wir denen helfen können. Ich meine, wir sind ja selber Magier. Aus dem Grund hoffe ich das einfach mal, dass wir da was bewirken können. Sorgen wir dafür, dass sich das hier rumspricht. Ich weiß nicht, ob wir hätten Evelyn mitnehmen sollen, aber das kriegen wir, denke ich mal, auch schon so hin. Keine Sorge. Oh ja, einer nach dem anderen, dann geht das schon. Also wie gesagt, wenn wir Evelyn mal halt ein oder zweimal dabei haben, nicht dabei haben, dann wird das auch nicht so schlimm gleich sein. Diese Tunnel wurden von Lyrium-Schmugglern gebaut, um die Templer zu versorgen, die süchtig danach sind. Das ist krass. Leichnam erstmal. Gucken uns mal hier so ein bisschen um. Okay, da geht's nach da hinten. Da möchten wir aber noch nicht hin. Dann lass uns erstmal nochmal nach hier vorne gehen. Und da die Sachen auch sammeln, die wir da haben, eben zurückgelassen. Wir haben hier sicherlich nicht alles gelootet, wie es aussieht. Und damit soll ich wohl recht behalten. Nun denn. Sonst hier noch irgendwo was? Nö. Ja, auch nicht, okay. Schon sehr alles komisch hier, ne? Komplex. Varric, ich glaube, das ist deine Aufgabe. Ja. Naja. Also mehr schlecht als recht, ne? Aber was soll's. Bringt immerhin so ein bisschen
Kohle ein, auch wenn es nicht viel ist. Und naja. Spinnen! Yay! Bring dir es zu Ende! Ich hab hier was für dich. Oh, da hinten ist noch eine Giftspinne. Wunderbar. Ja, da haben uns tatsächlich ja unten auch in diesem Schmugglerweg Spinnen angegriffen. Na, wer konnte das denn wohl erahnen? Das sieht ja auch sehr verdächtig danach aus. Als würde das wie geschaffen sein. Aber naja, so ist das nun mal, ne? Und hier wären wir rausgekommen, wären wir hier eben gerade in dem, ich sag mal, Gang weitergegangen. Okay, dann brauchen wir da zumindest nicht mehr zurück. Und können eigentlich den Weg vorwärts gehen. Knochen, hey. Es wird immer vertrauenserweckender, hier lang zu gehen. Ich will gar nicht wissen eigentlich, was hier noch auf uns warten wird. Vor allen Dingen, wie weit dieser Weg von hier bis nach der Galgenburg ist, oder? Als ob man hier durch das halbe Kontinent rennt. Aber nun, ja, so ist das anscheinend mal. Na denn. Oh, hier noch irgendwo was? Nee, ne? Nö. Okay, ja, dann würde ich sagen, gehen wir hier mal hoch den Weg, wa? Ah, Truhe. Ich kenne so meine, ich sag mal, Verstecke schon, so langsam. Es gibt halt viele, viele Verstecke, die hier relativ offensichtlich sind in dem Spiel. Und da schaut man dann halt auch mal öfter vorbei, auch wenn man da schon mal war. Okay. Irgendwas stimmt hier nicht. Die fallen relativ schnell um, muss ich sagen. Letzter Zeit hatten wir eigentlich immer Pech mit dem, dass die nicht so schnell umfallen, aber irgendwie haben wir diesmal echt Glück. Irgendwas ist hier komisch. Ich denke mal, der gleich große, fette Boss oder was weiß ich was wird sicherlich noch kommen. Das ist bestimmt nicht so ohne, was dann gleich noch kommen wird. Mal gucken, lassen wir uns überraschen, ne? Dup, 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 dup. Ach ja, ach ja. Oh, da ist unser Questziel. Können wir denn von hier aus erkennen, was es ist? Nee, können wir nicht. Können wir hier so durchlooken? Hey, da stehen Templer und eine Magierin des Zirkels. Hm. Zwei Magier, eine Piratin und ein Zwerg. Das kann ja amüsant werden. Naja, dann. Nein, bitte. Ich habe nichts Unrechtes getan. Das ist eine Lüge. Und was machen wir mit Magiern, die Lügen erzählen? Ich wollte einfach nur meine Mutter besuchen. Niemand hat ihr jemals erzählt, wohin ich gebracht wurde. Nein, nein, das hier ist ihr Gebiet. Wir können nicht... Ihr gebt also zu, dass ihr versucht habt, zu fliehen? Wisst ihr denn nicht, was mit kleinen Magiermädchen geschieht, die aus der Reihe tanzen? Nein, bitte, macht mich nicht zu einer Besänftigten. Ich tue alles, was ihr wollt. Genau so ist es. Sobald ihr eine Besänftigte seid, werdet ihr alles tun, was ich will. Wie unanständig. Die Kirche sieht es nicht gern, wenn Templer ihre Position zu ihrem persönlichen Vorteil nutzen. Wer ist das? Es ist die Göttliche, die den ganzen Weg von Orlais gekommen ist, um euch persönlich zu sagen, wie dämlich ihr seid. Ihr Teufel werdet nie wieder einen Magier anrühren. Oh, fand ich lustig hier mit Varric. Ich bin also die Göttliche. So weit ist es also schon gekommen. Ah ja. Ist das nicht so, dass man als Göttliche unheimlich viele Souveräne verdient? Da müsste ich ja jetzt über 1000 haben, wa? Oh, da kommen mehr. Oh, oh, oh Gott, oh Gott. Das ist nicht gut gerade und wir haben keine Tank-Charaktere dabei.
So, der nächste ist hier dran. Kümmert euch mal bitte da oben. Kriegt er das da hin alleine? Ich brauch da gar keinen Regen hinmachen. Okay. So, oder ich... Oh, Isabella ist tot. Nicht drauf geachtet. Ich achte da immer irgendwie selten drauf. Sie werden sterben. Ich werde jeden einzelnen Templer für diese Misshandlung zur Rechenschaft ziehen. Beruhigt euch. Es ist vorbei, Anders. Sie sind alle tot. Sie alle werden im Feuer der Gerechtigkeit brennen. Weg von mir, Dämon! Ich bin kein Dämon. Seid ihr eine von ihnen, da ihr es wagt, mich so zu nennen? Tut ihr nichts. Das Mädchen ist eine Magierin, Anders. Wir haben sie davor gerettet, zu einer Besänftigten gemacht zu werden. Sie gehört ihnen. Ich kann ihren Einfluss auf sie spüren. Sie ist der Grund für euren Kampf, Anders. Wendet euch jetzt nicht gegen sie. Bitte, Monsieur. Beim Erbauer, nein. Ich hätte beinahe, wenn ihr nicht gewesen wärt. Ich muss hier raus. Anders Freundschaft plus 15, okay. Bitte nimm mal einen Trank, danke. Das ist schon sehr komisch. Alriks Papiere. Ich gehe mal davon aus, dass wir den noch, die Papiere noch gebrauchen können. An eure Exzellenz, die göttliche Justinia. Mir ist bewusst, dass sowohl ihr als auch Kommandant Meredith meinen Vorschlag zurückgewiesen habt. Aber ich bitte euch dennoch darum, noch einmal darüber nachzudenken. Die Magier in freien Marschen sind nicht mehr zu kontrollieren. Ihre Anzahl hat sich binnen 3 Jahren verdoppelt. Und sie haben einen Weg gefunden, ihre Abscheulichkeiten in unseren Reihen einzuschleusen. Sie können nicht mehr eingedämmt werden. Unsere Antwort ist die Besänftigungslösung. Alle Magier müssen bei Erreichen der Großjährigkeit besänftigt werden. Das führt zu friedlicher Koexistenz und sie können uns weiterhin nützlich sein. Eine perfekte Strategie. Es ist der beste Weg, um zu gewährleisten, dass Magier die Gesetze der Menschen und des Erbauers einhalten. Ich verbleibe wie immer euer gehorsamer Diener, Sir Otto Alrik. Ja, ja, was für ein schmieriger Templer. Oh Mann. Ich werde mittlerweile echt immer weniger Fan der Templers und immer mehr Fan der Magier. Deswegen spiele ich ja hier auch ganz gerne eine Magierin oder eher gesagt ein Magier oder wie auch immer. Hier im zweiten Teil. Oh, Rüstung Enders. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund halt, weil die Magier mir teilweise echt schon leid tun hier in dem Teil. Beziehungsweise hier ab Teil 2. Teil 1 ist es ja auch noch, aber da ist es relativ, ich sag mal, eher friedlicher als der zweite Teil, auch wenn da auch schon so Anzeichen des Übergriffs und so alles waren und so von Magiern und Templern. Das hat man ja im Turm des Zirkels von Ferelden gesehen. Ich glaube, so heißt der. Und dann ist es natürlich kein Wunder, ne? Das Mysterium von Kirkwall. Nun gut, ich würde vorschlagen, dass wir jetzt hier erstmal den Ausgang suchen und gleich mal mit Anders reden werden. Mal gucken, was er dazu sagt. Weiß gar nicht, wo kommen wir denn überhaupt raus? Ihr habt mir das Leben gerettet, Messer. Aber was war das für ein Ding? Er ist mein Freund. Er ist kein Dämon, nur ein äußerst aufgewühlter Mann. Kann ich jetzt nach Hause gehen? Bringt euch in Sicherheit. Geht zu euren Eltern, aber bleibt auf keinen Fall bei ihnen. Ihr müsst Kirkwall verlassen. Ich weiß. Es gibt in dieser Stadt keinen Ort, an dem ich Sir Ulrichs Männer nicht finden würden. Hab Dank, Messer. Andraste persönlich muss euch in diesen Raum geführt haben. Hm.
So sieht's eventuell aus. Man weiß es nicht. Ich würde vorschlagen, dass wir in der nächsten Folge mal mit Ender sprechen und mal fragen, was das sollte, beziehungsweise warum er Gerechtigkeitsgeist anscheinend nicht mehr wirklich unter Kontrolle zu sein hat. Wie auch immer. Irgendwas ist doch da sehr, sehr komisch dran. Das machen wir aber erst in der nächsten Folge. Ich bedanke mich jetzt erstmal fürs Zusehen. Und wie gesagt, bis zur nächsten Folge. Macht es gut. Bis dahin. Und tschüss.